Hallo zusammen, hier das Folgevideo mit dem Notstromaggregat und der Victron-Anlage. Da habe ich jetzt schon mal so ein paar Informationen bekommen, um die Einstellungen vorzunehmen für das Laden über den Eingang beim Quattro, wie auch wahrscheinlich bei den Multiplus 2 Geräten, sind wie so einige Anfragen gewesen. Das funktioniert nicht im ESS-Modus. Der ESS-Modus muss dazu ausgeschaltet werden und es muss Inselanlage gefahren werden. Umschaltung auf Insel. Dann wieder ein paar Parameter einstellen und dann soll das funktionieren. Habe ich auch nicht gewusst, habe ich von einem guten Freund gerade erfahren. Also funktioniert nicht im ESS und kann auch darüber auch nicht eingespeist werden. Deswegen habe ich hier auch schon vorgesorgt gehabt. Hier sind zwei Ladegeräte. Dieser 24 Volt System, einmal 20 Ampere und einmal 40 Ampere. Darüber kann ich, wie gesagt, mein Batteriesystem laden. Speicher ist jetzt, wie gesagt, voll. Aber trotzdem werde ich euch das jetzt zeigen. So, jetzt werden wir erstmal das Gerät in Betrieb nehmen. Sprit rein und Öl rein und das erste Mal anschalten. Hier ist das gute Stück, was, wie gesagt, unten auch in meinem Kanal dann verlinkt ist. Das Folgevideo da davon. Jetzt werden wir hier Sprit nachfüllen und Öl reinmachen. Dann werden wir das Gerät mal in Betrieb nehmen. Der hat eine Dauerleistung, wie gesagt, von 3200 Watt. Damit kann man, wie gesagt, verschiedene Sachen betreiben. Ladegeräte, wenn man unterwegs ist, kein Stromanschluss ist. Wie gesagt, Beleuchtung, Heckenscheren, Kettensägen und wie gesagt, vieles mehr. Ganz wichtig bei der Inbetriebnahme, die Geräte werden ohne Sprit, logisch, und auch ohne Öl werden die geliefert. Also bitte auch Öl nachfüllen, sonst ist das Ding innerhalb von Sekunden kaputt. Da habt ihr quasi nicht lange Freude dran. Hier ist der schöne lange Trichter. Rein kommt in das Gerät das 10W30. Da gibt es, wie gesagt, verschiedene Hersteller von Öls. Wie ich jetzt gerade festgestellt habe, den Trichter brauchen wir, wie gesagt, bei dem Öl hier auch nicht. Hier ist gleich ein Rohr dran, wo man es ordentlich einfüllen kann, ohne rumzumatschen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da gibt es auch eine Angabe dafür, wie viel Öl rein muss. Das, wie gesagt, auch reinhauen. Das Gerät muss gerade stehen dabei. Und auch nicht zu viel davon rein. So, habt ihr das geschafft, das Öl nachzufüllen? Wie gesagt, kontrollieren, da habt ihr hier euren Stab. Seht ihr es hier bloß ein bisschen schlecht? Öl aufgefüllt, das nur wie gesagt mal kontrollieren. Das Ganze wieder zumachen. Ich das ganze Öl hier unten rausquadert. Fest zuschrauben. So, da haben wir das geschafft. Als nächstes braucht das Teil natürlich auch noch ein bisschen Sprit. Dazu sollte man dann wahrscheinlich auch einen Trichter nehmen und nicht so machen, wie ich jetzt gerade. Ja, wie gesagt, ohne Trichter sollte man es natürlich nicht machen. So, als nächstes wird der Spritfilter aufgemacht. Hier unten ist der Benzinhahn, den macht er dann, wie gesagt, einfach auf an. So bekommt jetzt der Vergaser Sprit. Der Sprit läuft vom Tank in den Vergaser hier unten rein und das Ding füllt sich. Wenn das gute Stück, wie gesagt, kalt ist und das erste Mal auch in Betrieb genommen wird, ein Schock auf On. So, und dann kann man das Gerät eigentlich anziehen. Also er ist wirklich sehr, sehr leise. Nee, Spaß beiseite.
Wie gesagt, fünfmal anziehen, danach macht ihr den Schock wieder zu. Da müsste genug drin sein in der Brennkammer und dann anziehen. Da sollte er eigentlich anspringen. So, jetzt haben wir wie gesagt alles runtergestellt. Das Ganze auch anschalten. Und dann geht's los. Oder auch nicht. So, ich hoffe, ihr könnt mich jetzt wieder hören. Das Kabel habe ich jetzt reingesteckt, das geht jetzt zu meiner Anlage rein. Konnte jetzt, wie gesagt, nicht sprechen, war das Handyfilm natürlich ein bisschen zu laut, das kann man ja keinen zumuten. So, da geht das Ganze jetzt bei mir in den Schuppen rein. Dann wird das Ganze hier angesteckt. Jetzt bin ich ein bisschen leiser. Die Ladegeräte laufen, schalten jetzt zu. Das sind zweimal nochmal zwei Ladegeräte, 40 Ampere und 20 Ampere. Die kann man natürlich alle beide laufen lassen. Kommen wir jetzt mit dem Notstromaggregat Batterien laden. Schalte ich mal meine Strommesszange an. 40 Ampere, mehr bringt das Ladegerät da hinten nicht. Stecken wir das Ganze mal an. Hängt das Ding hier mal dazwischen. Ich schalte das Gerät frei und ihr seht 37 Ampere, 38 Ampere. Ja, ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen sehen. Wir laden jetzt hier mit 39 Ampere. Schon können wir die ganze Anlage hochfahren, weil alles andere wäre jetzt zu kompliziert über den Quattro, über die ESS-Funktion, die muss wie gesagt ausgeschaltet werden, ansonsten gibt es da wahrscheinlich Probleme. Da frage ich jetzt nochmal bei meinem großen Händler nach, wie das genau ist mit den ganzen Einstellungen und Parametern, da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall im ESS-Modus funktioniert das Ganze nicht. Es geht wirklich nur um Inselbetrieb und wenn ESS ausgeschaltet ist. Die ganzen Ladegeräte gibt es natürlich dann auch mit für ein 48 Volt System. Ich habe wie gesagt hier bei mir 24. Das Ganze gibt es auch als 48 Volt System und natürlich auch mit mehr Ladeleistung. Der Notstromer kann wie gesagt 3200 Watt liefern. Die kann man hier wie gesagt anschließen. Die Batterien nehmen halt viel Strom innerhalb von kurzer Zeit auf. Nicht irgendwelche Bleibatterien oder Bleigelbatterien. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wie gesagt. Das ganze System ist dann am Laden. Das Ganze wird zugeführt. Wird jetzt hier zwar falsch angezeigt, weil die Ladegeräte, wie gesagt, der Fremdstrom ist, der auf die Anlage jetzt zugreift. Müsste man jetzt ein bisschen anders verkabeln, aber ansonsten läuft das Ganze natürlich gut. Wenn jetzt mal zwei Monate schlecht Wetter sind, kann man darüber das ganze System natürlich schon wieder hochladen. Lässt man das Ding mal ein paar Stunden laufen. Fertig. Das Ding irgendwo hingestellt, wo es nicht allzu viel Lärm macht, obwohl es relativ leise ist und auch wenig Gewicht, wie gesagt 26 Kilo. Das Ding kann man auch irgendwo einbauen, ein bisschen dämmen und schon hat man auch seine Ruhe. Oder halt wie gesagt für unterwegs, das Ganze wird unten im Video natürlich verlinkt. Könnt ihr da kaufen, da gibt es irgendwie einen Rabattcode, könnt ihr euch dort bei der Firma melden und könnt dort bestellen. Lieferzeiten waren bei mir, glaube ich, keine 3 Tage war das Gerät bei mir. Das aber bitte alles mit dem Händler abklären. Ich habe euch das Gerät nur vorgeführt. So, jetzt geht's los mit der Gartenarbeit.